Naja, zumindest früher, um jetzt mal zu Ende zu reden, hab SpongeBob gesuchtet. Ey, das war schon nicht mehr feierlich. Ich komme nicht raus, hallo? Was soll das? Ich hab früher generell, ich hab hier Cotton und Wanda, ich hab die Pinguine aus Madagaskar, ich hab all so einen Kack geguckt. Ich weiß nicht, ich hatte dann auch einen Beinbruch, hab dann auch viel auf der Wohnzimmer-Couch gelegen und konnte Fernsehen gucken und da jeden Abend, Alter, mein Fernsehprogramm abgesessen mit SpongeBob und so. Irgendwie, ich fand das, früher war ich richtiger Fan davon. Ich meine, heutzutage, ich schaue ab und zu auch nochmal so aus Spaß SpongeBob, aber nicht... Ja, so eine alten, also, ich meine, ich muss ehrlich sagen, in dieser Zeit bin ich noch ein bisschen hängen geblieben von, also mit den Animes. Ich liebe Animes, also Dragon Ball, die alten Sachen und so, immer noch. Und Yu-Gi-Oh! Ich behalte meine Karten, bis ich sterbe, Junge. Aber hauptsächlich sortiere ich sie dann nach irgendwelchen Eigenschaften und mach sonst irgendwelchen Kack mit den Karten. Naja, kommen wir auf die Fernsehserien zurück. Was habe ich noch geschaut? Ich hab gerne diese Gerichtssendungen geschaut. Oh ja, wenn ich manchmal früh von der Schule komme, gucke ich immer noch dieses Barbara Salisch und ja, so. Ja, ich auch. Also das habe ich geliebt. Ich weiß nicht, einfach wieso. Aus Langeweile. Es ist einfach also, irgendwie mit Rätseln, wer der Schuldige ist. Ist genau, ja. Das war immer das Reizvolle. Wenn man sowas mag, dann empfehle ich einfach nur Detektiv Conan. Das macht mir jetzt gar nichts. Nee. Zeig ich dir mal danach dann. Ja. Also, ich liebe es einfach, da ist halt dieser Conan, der ist wie alt ist der? Also ein Kleinkind, sagen wir mal so 10 Jahre, 12, 14, keine Ahnung. Und war ein 17-Jähriger, der wurde durch so ein Mittel geschrumpft zu dieser Größe und blabliblub. Blabliblub. Und der löst halt so eine Fälle, so Mord, hauptsächlich Mordfälle. Und das ist so geil, man sieht zwar, wie der Mord geschieht und so, aber man sieht nicht den Täter, bis er es auflöst. Mhm. Sieht man, und es gibt halt immer die Verdächtigen und so und sein, ja, Pflegevater, wo er praktisch untergebracht ist, weil er... Er hat ja eigentlich eine Familie und das wissen nicht viele, dass er der... Also in echt heißt er Shinichi. Japanischer Name halt. Ja. Standard. und... Ja, das weiß nur sein Vater, so ein Professor, noch ein Mädchen oder eine Frau, die betroffen ist. Und... Ja, genau. Und das war's dann auch schon wieder. Und dann... Das gucke ich immer und rätsel immer mit und bin dann immer voll enttäuscht gewesen, wenn ich es falsch hatte. Das war dann immer so, oh fuck! Oh, was? Der kam doch so vertrauenswürdig rüber. Ja, das kommen die meisten, ja. Ja. Mittlerweile ist es aber auch wirklich so, oh, der ist so, da denkt man, oh, der macht nichts, der ist es. Bei einer Folge, die habe ich nicht gesehen, aber das habe ich auf Facebook gesehen. Das war so ein Bulldozer. Ah ja. Taser. Alles. Nee, das war, die war auf Facebook so einen Link geteilt. Hallo, kann mal jemand hier den Taser bitte? Dankeschön. Ich versuche gerade den Bulldozer zu töten. Der tötet mich gleich ein zweites Mal. Oh. Kann er jetzt mal sterben? So. So, kann mir jetzt der Taser jemand helfen? Alter, die schubsen mich hier gerade rum, das ist ja... Hallo? Okay, erzähl weiter. Dann... Nee, ja, genau, da war, das war... Oh, Junge, Dicker, jetzt lass mich doch mal hier ins Haus rein. Ich bin da. Ein auf Facebook gelinkter Link... da hat, ich weiß gar nicht, ob dir das was sagt, aber da hat Lena Meyer-Landrut mitgespielt. Doch, habe ich auch von gehört. Auch ohne Facebook. Auch wenn ich jetzt Facebook habe, dank dir. Ja, ne? Oh fuck, ey, ich gehe noch einmal. Auf meinem Kanal, kannst, mir,
Ja, kannst du mir kurz helfen? Noch einmal down und ich bin im Knast. Also ihr müsstet hier kurz mal aufräumen, dass ich reinkomme und mich heilen kann. Ja, wir sind schon dabei. Aber ich bin auch gleich down, aber ich konnte mich heilen, damit ich... Fuuuuk. So, dann nehmen wir halt durch. Genau. Dann habe ich, muss ich ehrlich zugeben, ich habe irgendwie früher richtig gerne Familien im Brennpunkt und so einen Scheiß gesehen. Ich weiß nicht wieso. Das habe ich immer nur aus Langeweile geguckt. Nee, ich fand das immer so lustig, wie die sich so wie angemeckert haben oder blamiert haben oder scheiße einfach waren. Weiß nicht. Irgendwie fand ja, ich das also, lustig. Ich muss sagen, es war jetzt nicht so, dass ich sage, das war lange, habe ich aus Langeweile geguckt und konnte ich überhaupt nicht leiden. Also, ich fand's auch immer witzig. Da habe ich immer gedacht, ich habe gedacht, meine Familie ist schlimmer, aber das. Nein, also. Alter! Das, ich hab Zitters gescheckt. Mann! Jetzt komm noch mal! Ja! Ich wusste gar nicht, dass wir schon einen Bulldozer. Ja, der Tresor war wahrscheinlich schon 10 Stunden offen da. Ja, glaube ich auch. Ich komme. Ich renn vom Bulldozer weg. ist immer so, wenn ich auf der Flucht bin, kommt mir ein Bulldozer in die Fresse gerannt, ey. Das ist so scheiße. Yeah. Nee, was habe ich noch geschaut? Das war's eigentlich so. Das war eigentlich immer so. Ich habe immer was auf. Was heute so? Ich habe immer so, wenn auf. Du mal guckst. Ich guck fast gar nicht mehr und wenn ich gucke, dann auch eigentlich nur aus Langeweile. Und dann irgendwelchen Scheiß. Dann auch nur irgendwie, wenn es gerade kommt, irgendwie Cosmo und Wanda oder SpongeBob irgendwie. Oder was ich wirklich noch gerne schaue, muss ich sagen, ist iCarly. Ich weiß nicht, kennst du das? Na klar, Miranda Cosgrove. Ja, ne? Ja. So heißt sie, genau. Nee, aber das schaue ich noch relativ gerne. Ich meine, ich schaue es jetzt nicht jeden Tag oder so, aber wenn es dann mal kommt, dann... Wie gesagt, ich schaue eh... Kollegencodes. Code 1406. Hast du das freigeschaltet? Nee. So. Das schaue ich auch eigentlich. Ich schaue so wenig fern, also einmal im Monat also, wenn vielleicht. Oder beziehungsweise jetzt ja auch nicht mehr. Aber ich gucke schon ziemlich oft Fernsehen, wenn jetzt zum Beispiel mein PC nicht geht oder so. Und wenn ich gucke, dann gucke ich immer so Serien wie The Big Bang Theory und How I Met Your Mother, Scrubs. Ja. Das finde ich total scheiße. Ich liebe es. Das mag ich überhaupt nicht. Also, schlag mich tot, aber nee. Okay. So, machst du dich bereit? Dann habe ich ja gerne geguckt, so Dragon Ball, wie ich schon sagte, und das gucke ich auch heute noch gern, aber das kommt ja nicht mehr so oft. Und auf dem neuen Pro7 Max kommt es ja auch nicht. Da kommt ja auch nur Pokémon und so und das Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! Finde ich ja auch noch geil, aber sonst... Das fällt mir nichts ein. Muss kurz überlegen, ich habe irgendeine Serie fehlt. Dann halt diese Serien, die abends so kommen, die Simpsons und... Das habe ich noch nie geschaut. Also. Ich schon und ich finde es einfach nur witzig. Dann Under the Dome wollte ich eigentlich gucken, aber da habe ich meistens mit dir gezockt und dann war mir das auch scheißegal. Muss ich mir noch auf Pro7 Now angucken, die Wiederholung. Ja, da kommt einer. Ich weiß. Lol. Du hast eine Sekunde später, früher als ich geschossen. Da drin steht einer. Echt? Der kommt gleich. Ah ne, der geht. Räum ihn weg! Ja! Räum auf! Wo soll ich den denn hin tun? In den Keller, ach nee. Hier unten. Scheiße. Den doch keiner sehen. In einem Keller liegt eine Leiche. Ich finde es nicht. Und ich kann es auch nicht. Da dürfte ihn eigentlich. So, das war's eigentlich. Da hat mir das Thema ja auch eigentlich gut abgeriegelt. Ja. Ja. Vielleicht fällt uns noch ein Thema ein, während wir hier zocken. Ja. Die Waffengesetze in Amerika. Ja, da kann man nie aufhören drüber zu reden. Das ist unfair.
Ich habe mal einen Bohrer hier angebracht. Ja, super. Was denn? Der ist laut, das hören die. Das hören die nicht. Wach mal. Das sieht jemand. Wo? Hast du jetzt zwei? Nein. Fuck! Hä, warum? Die Kamera habe ich zerstört, Mann. Oh. Davor schon. Ja, was haltet ihr von Kamerazerstörung? Nee. Ja, super Thema. Ja, ne? Hat was. Ganz im Ernst, ey, das war das Dummste, was wir je geäußert haben. Du weißt ja gar nicht, was ich alles schon in meinem Leben geäußert habe. Das ist ja... Schlimmer als das geht gar nicht. Ja, stimmt. Nee, was haben wir denn... Was könnte man denn noch irgendwie... So... Themen so besprechen irgendwie. Ich weiß, unser Let's Talk Projekt. Ja, können wir mal ansprechen, was ihr davon haltet. Ob also, ob wir es überhaupt machen sollen. Pass auf, Werbung. Nein, du machst jetzt hier keine Werbung. Nein, so meine ich das nicht. Also wer nur als für ein Beispiel, wer hier LeFloid kennt, ich denke, es kennen viele, der weiß, was ungefähr damit gemeint ist. Und zwar wollen wir eine News-Sendung praktisch machen. News-Sendung? Eine News-Sendung wie Nachrichten. Ja. Nein, eigentlich hat es überhaupt nichts mit Nachrichten zu tun, weil die Nachrichten keine eigenen Meinungen einbringen. Und zwar suchen wir uns drei Themen aus den Nachrichten, wo wir dann drüber unsere Meinung sagen, wo wir unsere Meinung sagen. Schlau, Taser. Drüber diskutieren mit eventuell. Alter, wie viel Schaden die machen, das ja. Mit eventuell noch einem Gast, den wir uns dann aussuchen, wenn wir welche haben, die wir als Gast nehmen können. Also der Sanderkan, dann vielleicht hier. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf. Wen meinst du denn? Black Wolf. Bulldozer! Ja, ich weiß, der ist da von unten reingekommen. Black Wolf meine ich. So. Du sollst den Namen nicht sagen dürfen. Ich weiß nicht, wer bei YouTube heißt. IHW irgendwas. LHW 1221. Achso, kurz. Geh kaputt, Scheibe! Ja, okay, geh kaputt, Schild. Wir werden kläglich versagen. Ja. Au. Scheibe ist kaputt. Aber er ist noch nicht da. Dreh ich mal um, Digga. Da Fug. Und wieder ist er down. Wo ist er denn? Da ist er. Ey, du Kackvieh, du. Er hat mir das Gesicht geschlagen. Dreh dich mal um, ich hab ne Ladung Schrot für dich. Ja, das gefällt dir nicht, ne? Oh, fuck. Ich bin geblendet. So, ist jetzt schon mal eine Arzttasche, denn... Ich bin schon zweimal down und ich heil mich. Ja, ich heilen! 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 So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei LHW 1, 2, ja, genau. 2, 3, 4. Vielleicht nehmen wir den ja auch mal als Dings, als Gast. Ja, vielleicht laden wir auch mal irgendwie Gronkh ein oder Sarata. Ja, wenn wir denn bekannter sind, wenn nicht immer alle deabonnieren würden, dann können wir das auch mal machen. Das muss jetzt irgendwie sein. Ja, ne, irgendwie... Ich verstehe dich voll und ganz. So, ich glaube, ich kann auch andere verstehen. Dann wird im Konzept sein entweder ein Minispiel, je nachdem wie ich das hinkriege auf dem Server, und ein Quiz. Also entweder ein Quiz oder ein Minispiel. Dann am Ende Zuschauerfragen. Wie wir auf das Konzept gekommen sind beispielsweise oder sowas. So eine Fragen halt beantworten wir dann, die ihr in den Kommentaren schreibt. Ich krieg nie Kommentare. Oder ganz selten. Oh. Weißt du, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das ist so das Problem. Die meisten, die einen schauen, die haben schon die Let's Plays bei anderen geschaut und haben jetzt keine Lust mehr, das bei anderen zu schauen und schauen es deswegen nicht mehr und schreiben deswegen auch keine Kommentare und so.
Das, da muss ich ehrlich sagen, bin ich auch so einer, der dann eher aufhört, das zu gucken, oder wer, ich guck bei einem und beim nächsten ist es dann irgendwie langweilig. Also kommt drauf an, was es ist, wenn es jetzt sowas ist wie Call of Duty, wo man halt im Multiplayer zockt, ist mir das scheißegal, weil da will ich einfach nur sehen, wie die schießen. Nee, ich kann es ja auch verstehen, aber ich find's ein bisschen schade. Aber ich meine, bei manchen Spielen ist es doch einfach so, es ist geil, noch einen anderen zu sehen. Das habe ich zuletzt gemerkt bei... Alter, willst du mich verarschen? Ist der Raum unten? Habe ich zuletzt gemerkt bei Minecraft von Nein Quantum Pro. Der hat davon ja jetzt noch nicht so viel Ahnung. Und wenn ich... Vorher habe ich immer Gronkh und so gesehen. Das ist einfach so witzig. Er weiß... Er hat von so viel keine Ahnung und so. Und was das ist und was das ist. Und dann... Wenn man vorher so einen Profi guckt, ist es einfach nur lustig, wie der da... sich anstellt, so doof. Und trotzdem... Oh, das war aber kein nettes Wort. Ja, aber war nicht böse gemeint. Deswegen gucke ich ihn ja auch. Weil ich das einfach witzig finde. Ich... Was? ich schaue mir jetzt auch nicht von, ich schaue mir jetzt auch nicht jede Folge an oder so von einem Let's Play. Ich meine, ich habe... Das schaffe ich ganz selten, von einem Let's Play alle Folgen zu sehen. Das habe ich bei ganz wenigen erst geschafft, bei wenigen Spielen. Kommt doch immer aufs Spiel an. Auch das, wenn's ja. Wenn es so ein Spiel ist, was irgendwann, was praktisch immer dasselbe ist, nur in andere Gebiete oder so, dann ist das Schwachsinn, dann gucke ich das auch nicht. Aber gibt halt auch Spiele, wo man einfach nur gucken kann. Einfach gucken. Alter, mach jetzt mal den Bohrer unten. Da wird der Raum sein. Der war nie unten. Natürlich muss der in der Aufnahme unten sein auf einmal. Was fickt euch alle, ey? Hilfe! Ist da viel los? Naja, ein Taser, ein normaler, ungeschützter. Der Taser ist tot. Nein. Was? Ist nicht viel los. Ach, du hast es geskillt. Oder was? So. Nee, aber wo waren wir jetzt? Genau, Let's Talk. Wird, denke ich, ganz cool. Wird jetzt auch, glaube ich, nicht irgendwie Überparts annehmen, irgendwie. Wie Überparts? Na, irgendwie... Ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie 60, 70 Parts annimmt, oder? Klar. Das ist so eine Ever-Serie. Na, je nachdem, wie es auch ankommt. Ja, ja klar. Das ist logisch. Wobei man sagt... Und wir Lust haben. Das wird auch eher so ein Projekt, was wir nicht täglich machen, sondern wenn halt interessante News sind. Weil... Es da geht muss ja ich manchmal... ja Nachrichten schauen. Nee, musst du nicht. Obwohl, wäre eigentlich schlau. Aber nie einfach bei... Oder folge einfach bei Dings, bei Facebook einem... Wie heißt das? Einem Newsletter und dann kriegst du schon immer Nachrichten. Ja. Oder so. Ach, ich hab heute richtig viel Spaß beim Aufnehmen. Muss ich ehrlich sagen. Nee, doch. Was ist auch immer. Ja. Was? Nee, ich war gerade verpeilt. Ich find's irgendwie finde ich's irgendwie. Du auch. Nee, ich find's aber voll schade irgendwie, dass unsere Videos von uns beiden jetzt auch so wenig Aufrufe irgendwie auch so haben. Ich meine, kann man nichts gegen machen, aber ich finde es irgendwie auch schade. Also, unsere treuen Zuschauer, teilt es auf Facebook. Nein, aber macht irgendwie, keine Ahnung, empfehlt uns weiter, versucht die Videos zu verbreiten oder so. Das weiß ich, wir sind schlecht, ja, heißt, wir sind schlecht, ich weiß, aber wollt ihr, ihr wollt doch sehen, wie wir abnuben, wie wir so unsere Fails machen und so. Gibt auch den Schlechten eine Chance.
Nein, aber irgendwie. Da schaut man so irgendwie andere YouTuber haben 1000 Klicks und ich dümpel dabei 4 bis 30 Klicks pro Video rum. Selbst bei den alten Videos, wa? Ja, also meine 6 Monate alten Videos, da ist das meiste, glaube ich, 130 Aufrufe. Ich habe übrigens letztens eine Folge von den Ice Age, die letzte Folge davon habe ich gesehen. Ah, das war ein geiles Projekt. Das war voll witzig. Das hat mir voll Spaß gemacht. Muss ich sagen. Ich habe auch ein Spiel gefunden, so ein Indie-Spiel, was ich auf jeden Fall als nächstes machen werde. Ja, ich werde auch wieder Indie-Spiele auch so machen. Weil einfach mal kurze Projekte sind immer zwischendurch mal drin. Auch so Slender werde ich jetzt, denke ich, bald wieder angehen. Ja. Also demnächst würde ich auf jeden Fall dann Game Dev Tycoon und Angry Video Game Nerd Adventures war so, sind so ein paar Indie-Games, die ich geil fand. Sagt mir gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Kannst du ja mal bei Steam angucken. Habe ich auch nur durch Steam Dings durchstöbern gefunden. Ja, natürlich ein Taser. Hallo? Auch. Puh. Da sind voll viele Taser, Alter. Denn wie schon gesagt, Ghost Warrior 2 wollte ich ja mir holen. Und ich sag schon mal das Spiel an, und zwar Papers, Please heißt dieses Spiel. Das Indie. Kannst du ja auch mal angucken, das habe ich durch die GameStar-Zeitung entdeckt. Okay. Wow! Heute ist meine Framerate leider nicht so gut in dem Spiel. Ich bin jetzt bei 60, 70 so in dem Dreh. Ja, du hast auch einen besseren Rechner. Oh, Bulldozer! Also ich brauche unbedingt nochmal einen besseren Rechner. Ich muss mich jetzt unbedingt teilen. Drauf. Dafu. Dreh dich mal um, Schatzilein. Okay, dreh dich weg. Dreh dich weg. Dreh dich weg. Getötet. Oh, cool. Die Tür ist offen. Cool. Und da backten. Schild. Bei mir nicht. Okay, richtig Maschine. Es gibt da irgendwie. Ach, natürlich muss es dunkel sein. Ich glaube, ich hab sie. Nee, vergiss es. Ich dachte, das wäre die einzige rotblinkende da. Deswegen dachte ich. Die sind ja. Nimmst du eine, nimm ich eine? Nimm du. Okay, ich nehm einfach mal, weißt du was, ich nehm jetzt die hier einfach. Entweder wir haben Glück oder nichts. Kann auch gut sein, dass wir vorzeitig das abbrechen müssen. Ja, es tut uns ja leid, aber ich schau so ein bisschen besorgniserregend auf die Uhr. So ein bisschen. Yep. Ah. Ach cool, du bist da. Mit dieser Maschine geht man so langsam wie durch Wackelpudding. Oh, ich bedanke mich. Das war nicht nett. Okay, weißt du was? Lauf kurz vor und ruf den Hubschrauber schon mal. Und dann komm zurück. Wenn du es dir zutraust. Okay, lass es sein. Schaffst du es?